weiter im Text. Ich habe jetzt 3 von den normalen Haulern zu Cut-Haulern gemacht. Also die müssten jetzt hier irgendwo... Da ist einer. Gorgol, der Cut-Hauler. Und er hat auch schon gleich den Auftrag genommen. Fälle einen Baum. Sehr schön. Das heißt, wir sollten dementsprechend auch gleich unsere... Nicht die Färbemittel, sondern die Elfenbeinlanzen. Die erstmal hier draußen positionieren. Ist zwar noch nicht allzu lange her, dass sie da schon mal gestanden haben, aber wir sollten halt sporadisch die Jungs immer wieder rausschicken, dass, falls ein Angriff kommt, die Holzfäller nicht schon wieder alle sterben. Apropos sterben. Unsere Arena müsste auch nochmal neu bestückt werden und gewischt. Wie viele Mechanismen haben wir eigentlich gerade? Gucke ich mal kurz hoch. Alle schöne Chert-Mechanismen, damit die Chert-Steine auch schön aufgebraucht werden. Davon haben wir also eine Menge. Das ist gut. Das heißt, ich verbinde jetzt diesen Knopf mit... Nicht mit der Brücke. Nein, 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 nein. AJ. Den da oben. AJ. Den da drunter. AJ. Und ich mache jetzt wieder so 5 Käfige. Also die 5 hier oben. Die 3 und die 2. Zack, zack. AJ. Dup, 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 dup. AJ. Dup, 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 dup. Okay, die 5 da rechts und nicht den einen links. Ist auch egal. So. Die werden erstmal verbunden. Das dauert eine ganze Weile. Und sobald die verbunden sind, schicken wir gleich wieder den nächsten Kampftrupp rein. Zum systematischen Umbringen. Haben wir jetzt inzwischen genug Käfige? Nee, die sind immer noch nicht alle da. Das ist echt ärgerlich. Aber jetzt, wo wir Holz hacken, können wir auch neue Käfige bauen. Also, wir hätten gerne... Nicht gut bin. Wooden Cage. Sagen wir mal 10 Stück. Und die Brustplatten sind auch bald fertig. Das ist schon mal gut. Warum wird die Straße nicht weitergebaut? Die. Und die. Aber wahrscheinlich war das noch während des Angriffs, da wurde das unterbrochen. Und wir können hier oben auch schon mal den Befehl geben, alles abzuhacken. Ich hätte gern so einen richtig schönen Vorrat an Holz. Denn wenn jetzt irgendwann mal eine richtige Invasion kommt, also nicht so ein Geplänkel wie bisher, sondern eine richtige Invasion, dann kann es sein, dass wir uns für ein paar Jahre einbunkern müssen. Solange, bis wir halt genug Metall irgendwo im Untergrund gefunden haben und unsere Miliz genug austrainiert ist und auch auskuriert. Momentan sind ja schon ein paar von denen ganz schön angeschlagen. Da müssen wir halt vorsichtig sein. Und ja, falls wir uns einbunkern müssen, wäre es ganz praktisch, genug Holz zu haben. Vor allem auch, um Kohle herzustellen. Denn hier auf dem Kartenstück, das ich mir ausgesucht habe, habe ich nicht so wirklich Glück damit. Also ich habe ja schon andere Geschichten gehört von Leuten, die sofort in den ersten Ebenen überall Eisen haben und überall Kohle und eigentlich gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das kann ich so nicht behaupten. Oh, und wir haben die Claim. Ich wollte gerade sagen, wir haben kaum noch Granit auf dem Boden rumliegen. Aber hier ist noch ein bisschen was. Ah, gut, gut. Dann müssen wir bald den nächsten Block hier freischlagen lassen. Damit wir unsere ewigen Gelüste nach Granit befriedigen können. Das war einmal so rüber. Nein. Einmal so rüber. Und hier durch. Dadurch. Und dann den Innenbereich von dem auch noch aushöhlen. So, muss ja alles gleich aussehen. So, und das da. Und so. Müsste das eigentlich richtig sein. Und das wird dann erstmal reichen an Granit für eine Weile. Die Mechaniker kommen gar nicht, doch einer kommt an. Eventuell sollten wir nochmal einen dritten und einen vierten Mechaniker einstellen. Denn allein das Fallenbespannen hier vorne am Eingang des Forts dauert ja schon Ewigkeiten. Aber ja. So, Holz wird fleißig abgebaut. Wie schaut's unten aus? Ich wollte die Kavernen ja auch noch weiter erforschen. Also das Stückchen hier hinten. Denn irgendwo hier drüber müsste eigentlich unsere Festung anfangen. Ah, hier ist die Festung. Also, da können wir anscheinend noch buddeln. Da auch, da auch, da auch, da auch, da auch, da auch, da auch. Und hier wird es dann problematisch. Eventuell noch eine Etage drüber.
Aber gut zu wissen. Das heißt, wir können auf jeden Fall das hier alles ausbauen. Und das hier alles ausbauen. Sagte er, und zwei Folgen später wird bestimmt irgendwas Schlimmes passieren, deswegen. Aber nee, ich hoffe mal nicht. Oh, die ganzen Ambosse, die wollte ich einschmelzen. Drückt man doch gleich mal M. Und M und M und M und M und M und M. Irgendwie kriege ich gerade Appetit auf Süßwaren. So. Die werden alle eingeschmolzen. Genug Kohle dafür müssten wir noch haben. Der Stockpile ist jetzt auch gleich wieder voll. Ja, sei es drum. Und warum werden die Mechanismen da schon wieder aus Granit hergestellt? Das ist so nicht geplant gewesen. Jungs, was macht ihr da? Da ist unser Mechaniker. Der Stockpile liefert eigentlich nur an den Masons Workshop. Der da zu den Mechanikern. Und was macht unser Großer hier unten? Haben wir ihn überhaupt noch? Der da, Masons Workshop. Ha, irgendwie hat sich da Granit reingeschlichen in unsere Kette. Was nicht sein kann, denn wir haben eine begrenzte Anzahl an Stockpiles und die bin ich gerade alle durchgegangen. Was mit dem da? Da kommt nur das rote Gestein rein, was wir irgendwann mal für Porzellan gebrauchen könnten. Und hier dürfte kein Granit gelagert werden. Obsidian, Gabbro, Granit, nö, ist nicht drin. Komisch, komisch. Na, vielleicht ist noch ein Restposten. Aber ja, der Stockpile hier sieht inzwischen richtig gut aus. Bis vor kurzem hatten wir noch echte Probleme, da mussten wir um jeden Brocken Granit kämpfen. Unsere Masons hatten durchgehend was zu tun. Und ein Hund ist erstickt. Hier. Ja, die sind doch ein wenig beengt da. Wir könnten den Pasture einfach auflösen und die Hunde frei rumlaufen lassen. Bin ich fast schon versucht, das zu machen. Ja komm, das ist uns Tierquälerei. Also, weg mit dir. So, und jetzt müssten die eigentlich alle... Wusch. Oh, ich habe da eine Klitzekleinigkeit bedacht. Nicht bedacht. Wenn Tiere ausgebildet werden von einem Zwerg, sagen wir mal, er heißt Knuddelmu, dann werden sie danach diesem Zwerg durchgehend folgen. Solange, bis sie halt irgendjemandem wirklich aktiv zugeordnet werden. Das heißt, ich suche jetzt mal Knuddelmu raus. Warum hast du keinen Grunt-Titel mehr und du auch nicht? Na, komisch. Knuddelmu, da ist Knuddelmu. Zoom to Creature und folgen. Wo ist er? Das da, da ist Knuddelmu. Und da kommt die ganze Horde Hunde hinter ihm her. Die verfolgen ihn bestimmt sogar in sein eigenes Schlafzimmer. Das dürfte recht eng da drin werden. Schwupp, 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 schwupp. Die müssen sich schon richtig durchpressen. Oh weia. Und jetzt soll ich die Tür abschließen und gucken, was passiert. Mal gucken, wer wen zuerst auffrisst. Aber ja, Knuddelmu ist erstmal eine ganze Weile beschäftigt. Und ihm wird nie kalt werden. So, oh, ich habe den Miliztrupp draußen stehen lassen. Ah, Mist. Also, Befehl aufheben. Ihr dürft gleich wieder rein, sonst fangt ihr wieder an zu meckern. Der da sieht schon recht grumpig aus. Sehr unglücklich. Der Unaussprechliche ist sehr unglücklich. Und er ist auch der Hammerzwerg. Das ist keine gute Kombination. Also der, der Strafen verteilt, ist sehr unglücklich. Und die Karawane ist immer noch da. Hatte sie nicht schon dreimal gesagt, dass sie gehen wollte? Aber sie hat eigentlich freie Fahrt nach draußen. Okay. Nicht, dass die mir jetzt im Fort drin austicken. Und da kam gerade nachher jemand, ist zu sehr verletzt. Hex kann nicht sauber machen. Er ist zu sehr verletzt. Ah. Und wir haben kein Eisen für die eine letzte Rüstung. Ja komm Hex, wenn du so verletzt bist, warum... Ne, das ist der Unaussprechliche. Wo ist Hex? Webster. Mr. Segalmet. Den nehmen wir wieder um. Du musst eigentlich Grunt heißen. Zustand. Customize. N. Grunt. Wo sind die anderen? Das ist ein Hammerzwerg. Das ist auch ein Hammerzwerg. Auch ein Hammerzwerg. Ah. Wo ist Hex? Gucken wir mal so. Sarge.
Hacks. Er ist content, also zufrieden, also eher neutral. Und wo bist du? Du bist da unten. Und läufst gerade zur Trainingshalle. Na gut. Wunden sind immer noch der rechte Oberarm und der linke Unterarm. Und der Unterkörper. Ist auch ein bisschen angeditscht. Oh, 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 oh. Ein Kriegshund ist an einer Infektion erlegen. Das ist nicht gut. Gucken wir mal kurz unter Z. Hells. Und schauen jetzt, ob es mehrere Hunde gibt mit diesem inoperativen Rod, was auch immer das genau sein soll. Da haben wir einen. Stand aber vorher nicht was anderes da oder stand da auch Pal? Pale. Achso. Jetzt ist nur noch einer mit dem. Okay, also anscheinend ist es doch nicht ansteckend. Oder nicht so schnell ansteckend. Und die sterben einfach irgendwann da dran. Oh, apropos sterben. Können wir sie jetzt endlich butchern? Nö. Das wäre echt lieb, wenn irgendjemand mir sagen könnte, was da jetzt nicht funktioniert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich früher in der alten Version die Tiere, wenn sie irgendwie anders gestorben sind als durch den Schlachter selber, dass man sie noch nachträglich zerstückeln konnte und weiterverarbeiten. So, hier wird auch fleißig gebaut und die Karawane verlässt endlich unser Depot. Sehr schön. So, und der Amboss, da soll auch noch erstmal geclaimed werden und dann gleich eingeschmolzen. Du. M. Du auch und du auch und du. Dann müssten wir eigentlich genug Eisen haben. So, Holz sieht auch schon sehr gut aus. Ist fast leer hier oben. Unser Stockpile müsste langsam richtig voll sein. Gut, gut. Tische für die Traction Bench dürften wir... Ah, jetzt das ist der zweite Hund gestorben. Es dürfte keiner mehr diese Krankheit haben, was ja auch ganz okay ist. So, Traction Bench ist immer noch in der Liste drin. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich sehe hier nämlich Tische. Da ist ein Tisch, da ist noch ein Tisch. Aber wahrscheinlich sind die Mechaniker einfach nur zu beschäftigt. Ist der Knopf hier fertig? Nee. Also da wird ein Mechaniker dran sitzen und der andere wird hier immer noch die Fallen nachladen. Das dauert ja auch recht lange. So, Karawane ist ganz weg. Ich setze nochmal... Oh oh, die ersten Bäume sind ausgewachsen. Also diese Pilzbäume, von denen ich euch erzählt habe. Hier, den können wir jetzt schon hacken. Mitten in unserem... Also hier in dem einen Schlafzimmer ist einer davon. Und kurz vorm Hospital ist der nächste. Und da im Schlafzimmer ist noch einer. Hier sind überall welche davon. Die müssen jetzt alle weg. Sonst sperren sich die Leute noch in ihren Zimmern ein. Und wir machen auch gleich mal Gather Plants, also Pflanzen einsammeln. Und ihr seht schon, hier sind auch ein paar Sachen hervorgehoben, die wir abbauen können. Also essbare Sachen wachsen in den Wohnungen unserer Zwerge. Und das nicht, weil sie so unordentlich sind. Oh, apropos wachsende Sachen. Was macht denn unser Wald? Der war hier drüber, richtig? Ja, hier sind auch schon ein paar Pflanzen fertig, also diese Büsche und diese komischen Knubbeldinger. Aber Bäume noch keine. Das dauert auch eine Weile. So, also die werden alle abgehackt und eingesammelt, das ist gut. Dann bauen wir nochmal unten in die Wohnung hier ein paar Bodenplatten rein. Damit wir später die Umsiedlung machen können von den Räumen zu den Räumen, dass die Zwerge ein ordentliches Zimmer haben. So, da auch noch. Chop, 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 chop. Granitblöcke schon haben nur noch 66. Also jetzt 50 und danach wahrscheinlich jetzt nur noch 40. So um den Dreh. Ja, die gehen immer schnell weg. Und wo hatten wir noch sowas richtig Großes gebaut? Ach ja, hier oben in unserer Dining Hall. Das sieht doch schon wesentlich ordentlicher aus mit dem Fußboden. Auch wenn wir eigentlich alle Tische und alle Stühle abreißen müssten, da drunter auch noch Bodenplatten setzen und dann wieder die Tische draufsetzen. Aber man kann es ja auch übertreiben. Hm? So, Essen und Trinken. Trinken haben wir nicht ganz so viel.
Unsere Brauer haben wieder eine Pause eingelegt, weil wahrscheinlich nicht genug Fässer da waren. Das dürfte sich aber jetzt geändert haben. Denn sobald die Zwerge irgendwas trinken, wird ja ein Fass wieder frei. Außerdem haben wir ein paar Steintöpfe fertig gemacht, wollte ich gerade sagen. Und ein namenloser Zwerg hat einen Masons Workshop in Anspruch genommen. Das ist doch mal praktisch. Das heißt, es kommt irgendwas dabei raus, das wir auch vielleicht gebrauchen könnten. Also ein Tisch oder eine Statue oder dergleichen. Und er hat einen Namen. Komischerweise taucht er da unten nicht auf. Meddas, wie hieß der? Meinhauler, Lisse, Medai. So, gucken wir mal, wie viel er rumflitzt. Also er holt sich Granit, er holt sich noch mehr Granit. Und das ist ein Fell, also eine Haut. Und Stoff. Und ein Edelstein. Und Barren. Und hat mit der Konstruktion anscheinend angefangen. Sehr gut. Gucken wir mal, was da für ein Artefakt rauskommt. Und dann können wir auch gleich eine Pause machen. Haben wir hier eigentlich schon noch Wheelbarrows? Ja, haben wir. Haben wir hier auch? Ja, haben wir. Haben wir in unserem großen unten? Ja, haben wir. Ja, wir haben zu viele davon. So. Komm schon, zeig uns ein interessantes Artefakt. Auch wenn du niemals die Unterhose wirst toppen können. Oder das Hundeknochenbett. Vor allem aus Granit ist das irgendwie so gewöhnlich. Aber naja, lassen wir das. Es wird auf jeden Fall gut aussehen. So rein von der Optik her wird es weiß sein, egal was dabei rauskommt. Das heißt, es passt gut in Gerugons Thronsaal zum Beispiel. Du lässt dir aber ganz schön Zeit, hm? Wehe, das Ding ist nicht 100.000 Zwergendollar wert. Tada! Meinhauler Lisse Datir Medai has created Gongashkizar Zulash Kurik. Ein Granitthron. Ach, perfekt! Ein Thron für den Thron. Für den Herrscher. Das gucke ich mir nochmal genauer an. Also, L waren Artefakte. Und da ist auch Gongashkish irgendwas. Und es ist 37.000 nur wert. Also, dies ist ein Granitthron. Alle Zwergen, Handwerkskunst ist von höchster Qualität. Das wird übrigens in Dungeons of Dreadmoor auch verarscht. Das finde ich ganz cool, dass sie eine Anspielung auf Dwarf Fortress haben. Es ist dekoriert mit Stoff, umrandet mit Bändern aus haarigem Murmeltierleder, glaube ich. Was ist Marmot? Irgend so ein kleines Tier. Also, umrandet mit Bändern aus haarigen Murmeltierledern und Bronze. Natürlich, wie jedes Zwergenartefakt, hat es auch Stacheln aus Granit. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Zwergen in Granit. Die Zwerge sind unterwegs und reisen. Dieses Kunstwerk bezieht sich auf die Gründung von Puzzle Blockades. Das ist irgendeine andere Festung. Durch die Heavy Arrows of the Ropes of Sacrificing. Also Ropes of Sacrificing wird dann die Gruppe sein, die das Ganze gegründet hat. Und Heavy Arrow wird noch eine andere Gruppe sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall geht es um die Gründung der Festung Puzzle Blockades im Jahre 62. Auf dem Gegenstand ist außerdem ein Bild von einer schmalen Crescent. Was ist Crescent? Also ich kenne einen Crescent Moon, das ist so diese Mondsichel, wenn sie fast Neumond ist. Also ein schmales Crescent in Topasen. Na gut, also wäre natürlich toller gewesen, wenn das Ganze über unsere Festung gewesen wäre, aber man kann nicht alles haben. So, das wird gleich in Gerugons Thronsaal geschafft. Da. B, C. Müssen wir erstmal einen Stuhl wegmachen, hm? So, das hier war sein Dining Room, das hier ist sein Thronsaal. Da wird er gleich meckern. Na gut, stellen wir den Thron in die Ecke. B. Thron. Nicht Table. Chair. Da in die Ecke. Gongash, Kesa, irgendwas. So. Und der Symmetrie wegen nochmal ein anderer Thron dahin. So, also,
Das soll jetzt auch erstmal reichen. Er hat jetzt seine 3 Stühle in seinem Arbeitszimmer. Das ist okay. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder.